Hey und willkommen zu einer kleinen Runde Bloons Tower Defense 6. Bewerte den Part und viel Spaß! Ich würde mich hier gerne einmal bei euch bedanken, dass ihr so viel Spaß am Bloons Tower Defense habt. Ich merke das ja an den Aufrufen, an den Likes und so. Und es ist echt schön, dass man so ein regelmäßiges Solo-Spiel hat, was ich ja jetzt auch schon seit irgendwie Jahren bringe. Ja, auch wenn es mich ein bisschen traurig stimmt, dass ich hier so gut wie alles mittlerweile schon gemacht habe. Da gibt's dann, habe ich ja schon erwähnt, ein paar andere Möglichkeiten. Aber ich werde dann definitiv auf den fünften Teil noch ausweichen und mir da nochmal alles angucken, weil das schon so lange her ist. Heute werde ich nicht den wahren Sonnengott ausprobieren, wo ich schon auch seit Jahren Kommentare zu bekomme. Aber das wollte ich mir immer aufsparen fürs Ende, auch wenn es kein richtiges Ende ist, aber ihr wisst, was ich meine. Heute gucke ich mir davon den mittleren Baum an. Und zwar der Anti-Bloom. Ich bin sehr gespannt. Da kann ich auch nochmal hier den Batman bauen. Und das wird mich sehr viel Geld kosten. Das heißt, dass ich auf jeden Fall mal wieder sehr viele Plantutschen brauchen werde. Und dafür brauche ich hier dann auch sehr viel Platz. Ja, dann gehen wir da rein, aber um es ein bisschen interessanter zu machen, schon wieder mit den alternativen Bloon-Runden. Und weil das so eine besondere Runde ist, werde ich mir gleich einmal so ein Paket gönnen, damit ich ein bisschen Geld bekomme. Ich hoffe, euch stört das nicht. Was wäre denn entspannt für den Anfang? Genug Geld für den habe ich ja nicht. Okay, ich setze erstmal den Helikopter leicht dahin. Dann starte ich, hol mir Geld. Und dann kann ich jetzt erstmal durchdrücken. Weil ich glaube, das wird jetzt kein Problem darstellen. Ah, doch. Ja, genau deswegen. Ich wollte gerade sagen, bei den alternativen Bloon-Runden kommen die auch richtig schnell, die Getarnten. Das ist blöd. Einmal schnell das bauen. Aber ich habe nicht genug Geld. Ja, schade. Aber halb so wild. Ich habe da ja ein paar Stuchels. Oh nein! Oh, wisst ihr was? Ich verkaufe den und gönne mir gleich noch einen Hubschrauber. Und bei dem gehe ich dann kurz auf die Mitte. Oh nein! Och Mann, was macht ihr denn da? Ist das Spiel direkt wieder gemein zu mir? So, und da gehe ich dann auf die Mitte. Größere Jets, damit die Düsen schneller sind. Und dann IFR für die Getarnten. Zack! Nein! Ey! Warum sind die alternativen Bloon-Runden so schlimm? Oh, ach Menno. Vierfach-Wurffalle und Verfolgung. So, jetzt muss ich mich um nichts kümmern. Dann nur noch einmal Rasierrotor und dann kann ich wirklich mal was anderes machen. Ich habe genug. Rasierrotor. Die Rasierrotorblätter zerfetzen Bloons bei Berührung. Einschließlich Eis- und Bleibloons. Dann hole ich mir jetzt eine Bananenplantage. So wird das zumindest im Fachjargon bezeichnet. Zack. Und dann ein Dörfchen, damit das noch besser wird. So, die Range kann ich ja direkt erhöhen, ne? So, genau. Dann mache ich das auch mal. Hoffentlich wird er dann auch getroffen. Ja, das sollte passen. Und dann Affenbusiness für Rabatt. Genau. Dazu noch. Kannst du den. Hä? Weil der getarnt ist. Du dreckiges Stück Abfall. Mann, ich brauch doch ein Dorf. Ja, wisst ihr was? Ich hab doch hier tausende Sachen, die man stellen kann. Der geht jetzt zwar durch, aber juckt, sag ich da immer. Ich pack jetzt einfach hier noch was hin. Auf stärkster. Schnelleres Nachladen, Raketenwerfer. Ja, besser als gar nichts. Erhöhte Produktion, langlebige Bananen und wertvolle Bananen. Das schon wieder. Okay. Wenn du es nicht anders willst, dann mache ich es jetzt. Ich brauche doch eh ein Dorf hier. So, hier Mitte, Radarscanner und zack, platzt das alles auf. Größere Produktion. So langsam bekomme ich ein bisschen Geld. Da noch ein Teil hin und dann vielleicht auch noch hier, sobald ich das darf. Hallo. Da, nee, da. Okay. Dann auch da. Bananenplantutsche. Dann noch hier so ein bisschen reinskillen. Und dann gucke ich mal, dass ich mich auf das Dorf konzentriere.
Oh, Benjamin! Mann, ich vergesse dich immer! Warum bin ich so einer? Ich hab genug. Auf den Start. Auch wenn mir das hier gar nichts bringt. Oh, schau mal, was ist das denn? Oh ja, das Teil hat mich gerettet. Dieser geile, goldene Bomber. Ja, Affenstadt für mehr Geld. Das hier alles noch ein bisschen upgraden. Ja, das muss ich halt alles machen, weil diese doofen Upgrades von dem Superaffen richtig, richtig teuer sind. Ich kann aber schon mal einen hinstellen. Mach's mal hier hin. Und dann gehe ich auf das mittlere, da wollte ich ja rein, und auf das obere. Superreichweite, monumentale Reichweite. Ja, und das andere ist ein bisschen teuer. Und ich würde auch gerne, warte mal, Affenbusiness und dann noch ein Dorf für nochmal den Rabatt. Zack. Ja, das reicht ja dann. Obwohl, Affenstadt kann man auch noch holen und Affennachrichtendienst. Damit ich da nochmal ein bisschen mehr Geld mache mit. Affenstadt. Oh, hallo Schäfjens. Laserstrahlen, damit er stärker wird. Dann noch Plasmastrahlen. Dann kann ich so langsam anfangen, weitere von denen zu stellen. Auch wieder auf die Mitte. So, und jetzt kann ich die Helikopter verkaufen. Einerseits, weil ich den Fokus auf die Superaffen setzen möchte. Und weil hier halt die Affenstadt ist, wo ich da mehr Geld generiere. Das ist ja auch sehr wichtig. Affennachrichtendienst, damit die mehr treffen. So, und jetzt hier noch vielleicht eine Plantutsche hin. Da darf auch eine hin. Krass. Absolute Maschine. Auf das untere wollte ich auch noch gehen. Schwarzer Ritter, was macht das nochmal? Dunkelklingen verursachen extra Schaden bei Bloons der Moab-Klasse. Oh, dann stelle ich dich auf Stärkster. Ah, den kann ich umstellen, stimmt. Das ist auch echt eine coole Fähigkeit. Aber ich will den gar nicht umstellen. Was mache ich denn jetzt? Star X? Ah ja. Dann nochmal eben ein Dörfchen da hinstellen. Größeren Radius. Dann auf das Affenbusiness fürs Geld sparen. Dann da noch ein Forschungszentrum. Genau, das mache ich dann jetzt mit allen. Ach so, oh. Nochmal eben den Alchemisten da reinpumpen. Für mehr Geld. Dann ein Forschungszentrum. Na gut, dann brauche ich noch 60.000. Dann nochmal 30, ja, so 90.000 um den Dreh. Aber das geht ja jetzt immer schneller und schneller. Ich habe mein Geld ja gut angelegt. Oh ja. Und die letzte Bananenplantutsche upgraden. Zack. Oder passt da noch eine hin? Ja. Oh ja, ganz, ganz knapp, glaube ich. Ja, als ob. Nice. Dann mache ich es nochmal. Bananenforschungszentrum. Oh, was geht denn da ab? Krass, wie viele da wieder waren. Langsam sollte ich mal mehr stellen. Aber es wird erstmal Zeit für Monkeyopolis. Wow. Da wurden sie alle weggelutscht. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Jetzt habe ich mehr Platz und ich kann neue stellen. Für noch mehr Geld. Warum geht ihr da? Was soll das? Okay, kurz mal hier was upgraden, aber ich habe kein Geld. Roboaffe? Zur Hälfte Superaffe und zur Hälfte todbringender Killerroboter. Schießt gleichzeitig aus zwei Handkanonen. Ui. Das würde ich gerne mal sehen. 6.000 nur. Hä? Ach so, weil er zwei Kanonen hat. Das habe ich ja noch nie gesehen. Wie cool. Ich kann jetzt beides separat einstellen. Das lasse ich dann erstmal so. Die eine geht auf die letzten und das andere geht auf die ersten. Oh, ja, ja. Okay, ich sehe schon. Brauche ganz dringend einen Eisaffen. Schön hier auf die Mitte. Und auf das obere. Und dann noch ein bisschen weiter vorne, vielleicht hier. Auf das untere. Dann noch ein Kleber. Das kann ja alles nicht schaden, Leute. Das kann alles nicht schaden. Eiszapfenpfahl. Boah, ich krieg richtig viel Geld. Mega nice. Habe ich genug? Ah ja, Bananenzentrale. Oh, ja, jetzt reicht's aber auch mit dem Scheffeln hier. Ich habe genug Geld angelegt. Hier ist ja auch alles fertig. Ja, bis auf
Meister-Alchemist, das mache ich dann noch. Dann hole ich mir jetzt noch schwarzer Champignon. Champion-Dunkelklingen sind hervorragend zum Durchstechen und Ruinieren aller Blumenarten geeignet. Okay. Dann schaue ich mal hier rein. Technoterror. Vernichtungsfähigkeit. Zerstört die meisten Blumen innerhalb des Explosionsradius vollständig. Okay. 23.000 nur. Zack. Ich aktiviere es mal. Ah. Ach so. Das ist dann nur hier in dem... What? Das könnte noch interessant werden. Da bin ich gespannt. Ich könnte ja, ich habe ja eh genug Geld, noch einen da hinstellen. Und dann nochmal auf dasselbe gehen. Auf das obere und auf die Mitte. Roboaffe Technoterror. So, und das letzte ist der Anti-Bloon. Programmdirektive Bloons ausradieren, initiieren. Oh, das hole ich mir. Joa. Der sieht aber sehr verrückt aus. Das gönne ich mir dann jetzt. Im Moment. Oh, das sollte ich vor dem Ende sogar noch hinbekommen. Eventuell. Komm schon. Bisschen Geld. Ja, der Anti-Bloon. Wow. Oh, sieht der männlich aus. Oh ja, da werde ich die Fähigkeiten gleich dann mal testen, sobald was kommt. Oh, da kommt's. Ah, das ist dann der Auslöschungsradius nur noch 10-mal größer in seiner gesamten Range. Da ist ja jetzt nichts. Ah doch, da war noch kurz was. Hä? Geld generiert, 770.000, nice. Freies Spiel, dann gucke ich mal. Ich habe ja noch nicht den Fürsten geholt, die Legende der Nacht. Ich hole mal kurz einen Helikopter. Support Chinook. Ja. Denn jetzt kann ich den Typ mir nehmen und auch nach da vorne stellen. Ich weiß, ist nicht optimal, aber ich würde halt gerne diese Fähigkeit hier öfter einsetzen und das macht sonst keinen Sinn, wenn die da unten genutzt wird. Das kann ich auch noch holen, dann sind die Fähigkeiten schneller ready. Und sonst habe ich eigentlich alles geholt, was man nur... Ja, Bombenblitz. Wenn ein Leben eingebüßt wird, zerstört ein Bombensturm jeden Blumen auf dem Bildschirm unter einem Zonk. Dann nehme ich das. Wie viel Geld ich habe. Ich habe es gar nicht gemerkt. Legende der Nacht. Oh, Batman, da bist du ja. Wir wenden uns an ihn, wenn alle Hoffnung verloren ist. Oh ja, und das da oben mache ich dann irgendwann mal später. Ja gut. Dann viel Spaß beim Zugucken, wie das hier weiterrattert. Ich bin gespannt, wie lange ich überleben werde. Ich gehe dann mal eben auf Toilette. Oh. Oh. Nein. Das schaffe ich doch, oder? Ja, okay. War gar kein Problem. Oh, ich habe ein bisschen Geld, ne? 1,5 Millionen. Was mache ich denn damit? Ich will gar nichts ausgeben. Wir wollen nur gucken, wie weit ich komme. Wisst ihr was? Ich wollte es eigentlich durchlaufen lassen, aber ich werde jetzt mein Geld ausgeben. Ich werde jetzt hier einfach random irgendwelche Sachen hinstellen, die mir einfallen. Und dann nochmal gucken, wie weit ich damit komme. So, ich habe jetzt versucht, mein ganzes Geld auszugeben. Und ich schaffe es nicht. Ich habe so gut wie jeden Affen einmal auf das Höchste geskillt. Und nicht nur einmal, sondern eben dreimal. Zumindest soweit das ging. Hier, da, diese Nagelfabrik. Dann da noch die andere, da noch was und da... Das ist alles so teuer, aber ich werde nicht ärmer. Ich werde das Jahre überleben. Guckt euch einfach mal die Strecke an. Ich benutze jetzt auch gar keine Skills mehr. Ich gehe einfach nur vom PC weg. Ich halte das nicht mehr aus. Ich will es gar nicht sehen, wie ich sterbe. Tschüss. Nein! Hä? What? Alter, das Schiff war doch ganz am Ende. Als ob es da noch wegplatzt. Und das war's. Tschüss, Schiffchen. Hä? Was?
Habe ich irgendwelche Hex aktiviert? Was war das denn schon wieder? Da war irgendwie Feuer auf dem Boden da ganz unten und es ist nicht durchgekommen. Also komm, der zweite geht ja jetzt aber durch, oder? Der erste schon? Ja! Runde 166 mit 3,3 Millionen Dollar. Geld generiert? 5,2 Millionen. Alter, ich muss unbedingt nochmal eine richtige Geldrunde machen. Wo ich nur gucke, dass ich irgendwie auf, weiß ich nicht, 10 Millionen komme. Das wäre krass. Okay. Dann bewertet den Part, schaut noch in die Videobeschreibung, da sind ganz viele tolle Sachen verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.